ausruhen ist nicht für die Adler Mannheim. 38. Spieltag, es geht gegen die Eisbären Berlin Mannheim. Mit 4 Siegen in Folge, das Team von Pavel Groß richtig gut in Form. Aber gegen die Eisbären in 2 Duellen 2-mal verloren. Noch ohne Punkte gegen die Berliner. Heute soll es klappen und der Auftakt ist richtig gut. Beide Teams sehr offensivfreudig. Plachter gut eingesetzt von Akta. In Blau, da sind die Mannheimer mit der ersten guten Möglichkeit. Das war die 4. Spielminute. Das Tor machten aber die Berliner. 7. Minute. Shepard, der Topscorer. Und dann Rankl vor dem Tor. Vergessen vorbei an Endras. 1:0 für die Gäste. André Rankl mit seinem 7. Saisontor. Und die Mannheimer eingebremst im Offensivspiel. Damit hatten sie nicht gerechnet, aber sie hatten eine Antwort parat in Überzahl. Erstes Powerplay für die Mannheimer. Scheibe läuft gut, schnell in die Formation gekommen. Lechtiburi vors Tor und Plachter. Scheibe liegt blank. Puller kann nur zur Seite abklatschen lassen. 1:1 der Ausgleich. Matthias Plachter mit dem 4. Powerplay-Tor für ihn in dieser Saison. Keine Chance dann für Puller. Da war viel Tor frei für Plachter. Zweites Drittel, das Team von Richet eigentlich mit einer guten Leistung, aber dann die ersten Sekunden vom Bulli weg. Da sind sie offen in der Verteidigung und dann die Führung nach 9 Sekunden im zweiten Drittel. Andrew Descharten mit dem 2. Tor für die Adler, nachdem Pullard den Schuss von Wolf nicht festhalten kann. Optimaler Auftakt ins zweite Drittel für den Tabellenführer, aber die Berliner ließen sich nichts abschütteln. Hier der Fehler von Reul an der blauen Linie. Shepard gewinnt das Laufduell. Shepard in den Winkel. Rein gescheppert zum 2:2. Der Stürmer musste später verletzt raus. Hatte den Check von Wolf gegen den Kopf bekommen. Da war dann leider Feierabend für ihn. Hoffentlich nichts Schlimmes. Und das drehte so ein bisschen diese Partie auf Seiten der Mannheimer. Denn dann die letzten 3 Minuten und Plachter komplett blank vorbei an Puller. Der kann die Scheibe nicht festhalten. 3:2, Doppelpack von Matthias Plachter. Die Saisontore 11 und 12 für den Stürmer. Und das war es immer noch nicht im zweiten Drittel. Sie sehen es, die letzten Sekunden ticken. Luke Adam und Puller. Da schaut er endgültig nicht gut aus. Teilweise Big Saves von Kevin Puller. Da schaut er nicht gut aus. 4:2 nach 40 Minuten. Pavel Groß konnte zufrieden sein, denn auch im Schlussabschnitt spielte sein Team diese Partie nach Hause. Zweites Überzahlspiel, Luke Adam mit dem Doppelpack. Auch er mit 2 Toren, 100% Überzahlquote. Da kann Puller nichts machen. Das war die 44. Minute und eigentlich schon die Vorentscheidung. Die Eisbären zuletzt mit 4 Niederlagen in den letzten 5 Spielen. Unter anderem das 2:6 in Krefeld. Und auch heute sollte es ein 2:6 geben, denn Kolarik trifft auch noch. Puller verspekuliert sich, bietet das lange Eck an. 6:2 für die Adler Mannheim gegen die Eisbären Berlin. Auch Kolarik, der Topscorer, darf dann noch ein Tor erzielen. That was a great team game. You know, huge win. That's a good team. They're tough to play. They've beat us twice already this year. So we knew it was a big game. We needed to win. And the team did a great job. Bis die zweite Drittel, es war 2:2, wir waren im Spiel, wir haben kompakt gespielt, dann okay, wir machen einen schlechten Wechsel, 3:2, dann zwei Wechsel später wieder ein Scheibenverlust, 4:2, und dann Mannheim das Spiel übernommen. Luke Adam hat es angesprochen, der Fluch, wenn man das so sagen will, gegen die Eisbären ist gebrochen. Erster Sieg, erste Punkte gegen die Hauptstädter. Ja, das läuft schon wieder richtig gut. 5. Sieg in Folge für die Adler Mannheim.